Hallihallo und herzlich willkommen zu Let's Play mit Lumi und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von TV Tower. Einmal checken, ob sich hier auch alle bewegen. Ja, wie gesagt, ich hatte den Bug mal gehabt. Da sind alle eingefroren. So. Gab den Hinweis hier, dass natürlich die Nachrichten auch Aktualitätsbalken haben. Das ist mir nicht verborgen geblieben. Und dass selbstproduziertes erst bei Fertigstellung abgerechnet wird. Das haben wir ja auch gemerkt. Und jetzt haben wir hier Lavaguette. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt vorne, ob das was wird. Aber bis morgen senden heißt, dass wir wirklich bis einschließlich morgen Zeit haben. Habt ihr mir so gesagt. Und hier steht auch, bis morgen senden. Ein Ausrufungszeichen. Ich dachte, bis morgen heißt, heute muss das fertig gemacht werden. Oder steht da nochmal, heute senden. Müssen wir mal ausprobieren, ne? Irgendwo, wo es vielleicht keine 420.000 Strafe kostet, das probieren wir irgendwann mal aus, wenn wir ein bisschen mehr Geld haben, ne? So. So, jetzt müssen wir eigentlich nur den Tag hier durchlaufen lassen, würde ich sagen. Hier sind wir auch ganz gut. Warte mal, Brillenzorn bringt uns 177. Ist nicht verkehrt, da können wir noch mal ein bisschen was hier rein zuckeln von Brillenzorn. Nein, können wir natürlich nicht. Einkaufscheck können wir aber noch ein bisschen. Erstmal, ja, schauen wir mal, ne? Dass wir hier den Tag schon mal so ein bisschen geplant haben und ein bisschen Planungssicherheit kriegen. So. 13.000, ja, wir sinken im Image, ne? Wir sinken im Image bei 1,42, aber wir steigen ein bisschen bei den Gefühlen von Betty für uns. Das ist doch schon mal schön. So. Wir lassen das hier entspannt bei Geschwindigkeit 50. Alles gut. Können hier schön immer. Erste Demos vor G8-Gipfel. Ja, können wir mal reinnehmen. Und Sono, Nobelpreisträger. In seiner langen, anspruchsvollen Rede hat der norwegische König U3-Sänger Sono zum Nobelpreisträger des Friedens ernannt. Sehr schön. Ja. U3. U3. Wer kennt sie nicht? Wer kennt sie nicht? So, gibt es denn irgendwelche Filme, die wir mal verkaufen könnten? Also, das haben wir drin. Den wollten wir eigentlich behalten, ne? Das ist unsere erste selbstproduzierte Geschichte hier. Und da können wir noch fast die Aktualität wieder komplett raufpumpen. Das machen wir mal. Ronny hilft, können wir dann aber im Prinzip, sind wir doch dann durch. Mit Ronny hilft 3 von 4. 4 von 4, den schmeißen wir dann raus. Ronny hilft war keine große Hilfe. Ronny war uns keine große Hilfe hier. So, wir haben, warte mal, 9.000 brauchen wir und die kriegen wir auch, das ist gut. Und ich hoffe, das setzt sich auch noch so fort. Und dann brauchen wir noch zweimal 9.000 und dann geht es schon in Richtung 3.000, hier dann 20.000. Ich bin gespannt. Könnte aber um 16 Uhr klappen und 17 Uhr, das ist Quatsch. Kriegen wir nie 110.000. Ja, da kriegen wir nicht mal 45.000 wahrscheinlich. Also da müssen wir uns wahrscheinlich nochmal dann irgendwas Nettes holen. Zum Beispiel, warte mal, verteilt haben wir soweit jetzt alles, ne? Ja, zum Beispiel irgendeinen, ja, da gucken wir dann mal. Also bei Ronny hilft müssen wir ein bisschen aufpassen. Das wird nichts. Das passt hier auf jeden Fall. Wir haben 19.000 mit unserer Dauerwerbesendung. Und er hat hier mit Musik der Berge 22.000. Eigentlich müsste man doch sowas wie Morgenmagazin oder so. Das wäre nice, wenn man sowas produzieren könnte. So eine Serie. Kann man Serien produzieren? Wollen wir mal gucken. Dass man sich selber so eine Serie produziert, die du täglich bringen kannst. Das wäre cool. Und die aber nicht mehr als, sagen wir mal, 4 Stunden und vielleicht 20.000 Produktionskosten. Ich glaube, das wäre sogar fast ziemlich realistisch. Geburt des Senders. Sie haben die Eröffnungsshow verpasst. Hier sind die besten 10 Outtakes und Erinnerungen der Teilnehmer. Auch nicht schlecht für 5.100. Und besser als das Ding, Drehbuch für Anfänger. Hier haben wir einen Haufen Clowns. Serie mit 3 Folgen. Serie über Clowns in ihren Alltag. Treffsichere Pointen. Oh. Anne tortelt mit dem Mann ihrer Träume. Erotik. Aber das Ding, oder? Serie mit 3 Folgen, jeweils 1 Stunde. Das wären quasi 3 Stunden. Ja, kommen wir hier natürlich günstiger, ne? Geburt des Senders für 5.100. So günstig kommt man noch an keine Stunde Sendezeit. Außer mit einer Dauerwerbesendung und die bringt wahrscheinlich dann hier, guck mal, 19.500.
Wir müssen gucken, wenn wir 20.000 kriegen, dann können wir da auch ein bisschen was an den Spots noch drehen. Guck mal hier, Getränkeautomat. Duffy, Duff. Duff, okay? So, wir sind bei 58.000 mit den Nachrichten. Da sind wir führend. Also so viel machen wir da gerade nicht falsch. Das ist gut. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich gespannt. Wir sind bei 20.000. Nice. Nice, Freunde. Richtig nice. Wetterbericht. Ja, den Wetterbericht knallen wir rein für den Kunstraub im Louvre, der war von Aktualität nicht mehr so doll. Wildschweinrandale in Schrebergärten. Bei der G8-Gipfel ist eigentlich noch ganz gut, aktualitätsmäßig. Dann hauen wir vielleicht raus U3. Machen wir mal so. Und gucken einfach mal, dass wir hier den 20.000er hat man nicht. Hier, Saturno. Da hauen wir mal Saturno rein. Und bringen dann hier Malerei Farbecht. Saturno 1 von 2. Und wo haben wir Saturno 2 von 2? Hier hinten. Na, das kriegen wir heute noch alle. Saturno holen wir uns heute noch, Freunde. Natürlich, es gibt nämlich 44.000 im Vergleich zu. Weiß nicht, Einkaufscheck können wir auch morgen machen. Ja, machen wir mal so, oder? Oder vielleicht sogar so. Einkaufscheck hat gut Einschaltquoten gebracht, ne? Bin ja gespannt, ob Brillenzorn das auch nochmal toppen kann. Also Einkaufscheck ist eine gute Dauerwerbesendung. Müssen wir uns merken. Ich weiß nur noch nicht wie. Wo wollten wir eigentlich mal hin? Büro von Sandra. Hallo, Sandra. Nö, wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte mal gucken, was so die Geschenke kosten für die gute Betty. Gleich wieder der Nachrichtencheck. Also, der kommt nämlich. Jetzt kommt erst die Werbung. Möchte ein Geschenk kaufen. So, was haben wir denn hier? Oh, kaufe Fußspray. Kaufe Abendessen. Nasen-OP. So, jetzt gucken wir nochmal. Zack, 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 zack. Wir liegen vorne. Sehr gut. Individuell geschriebenes Buch. Das ist doch nice. Perlenkette. Aber Zwerghamsterfell ist auch schön. Kette mit großem Blutdiamant. Nice, nice, nice. Und die Yacht für 1 Million. Aber keine Traumhochzeit diesmal. Oh, 19.000 reicht nicht. Okay. Also merke, Einkaufscheck. Deutlich besser als. Ja, deutlich besser. Aber es ist auf jeden Fall besser als Brillenzorn. Okay, wissen wir Bescheid. Wir dürfen eigentlich einsteigen und er spuckt uns hier gleich wieder raus bei uns. Jawohl. So, dann schauen wir mal. Ne? Dann müssen wir da nochmal umswitchen. Ist aber kein Problem. Dann hauen wir da jetzt Malerei Farbecht hin und kassieren nochmal stolze 108.000. Was uns die Möglichkeit gibt, nochmal ein bisschen shoppen zu gehen vielleicht. Ha? Und dann können wir hier aber Saturno bringen und ja, da müssen wir nochmal gucken. Dann schauen wir nochmal. Labaget 110.000 Einschaltquote. Das wird wahrscheinlich erst was bei James Pond. Schätze ich mal. Na, wir schauen mal. Wir schauen mal. Bei James Pond wird es auf jeden Fall was. Auf jeden Fall. So. Freispruch für Programmierer, Entwickler Ron wurde im Gummipuppenfall freigesprochen. Richter Peterson, sorry, outete sich als TV Tower Fan und forderte USB-Gummipuppen für alle. Ja. USB-Gummipuppen für alle. Das keine Schlagzeile ist, da weiß ich es auch nicht, ehrlich gesagt. So, aber die Frauenbärte, die möchte ich nicht in den Nachrichten haben. Okay, wunderbar. Schön Kohle gemacht. Werbevertrag beendet. Sehr, sehr nice. Und wir schauen weiter und liegen mit den Nachrichten immer noch schön im gut über den 50.000 Tip-Top. Und was bringt jetzt Ronny hilft? 28.000, na immerhin, immerhin. Oh, Ronny! Mensch, wird mir doch noch sympathisch, der Ronny. Die liegen vorne, Leute. Und wir können Saturno fertig klatschen. Nice. Sehr gut. Gibt nochmal stolze 44.000. Aber insgesamt müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen. Ne? Wir können natürlich nicht. Badges Mackie. Wäre natürlich nice, wenn wir das noch fertig kriegen würden. Obwohl wir kriegen Stillvento noch für 175.000. Also ein Film ist auf jeden Fall drin. Ansonsten dann morgen. Also wir machen das schon ganz gut.
So, Einkaufscheck ist nice. Einkaufscheck ist nice. Weil wir den auch hier hinten wieder ein bisschen bringen könnten, ne? Einkaufscheck. Das war ganz gut. So, 12, 13, 14 Uhr. Fand ich hier ganz gut. Hat uns ganz gut Einschaltquoten beschert, ehrlich gesagt. Na, mal gucken. Wir müssen uns ja eh noch einen Spot, so einen Luffy-Spot da nochmal holen, um hier noch ein bisschen Dauerwerbesendung zu bringen. Oder wir bringen Wiederholungen. Das geht natürlich auch, ja. Dass wir die Wiederholung bringen von unseren Filmen, die wir haben. Von James Bond zum Beispiel. Ist ja kein FSK 18. Also es wäre auch eine Möglichkeit, ne? Ich glaube, man muss hier auch ein bisschen mit Wiederholungen dann schon arbeiten. So, wir müssen auf jeden Fall nochmal gucken. Bitte mal schnell Nachrichten. Nachrichten. Priester von Statue erschlagen und Frauenwerte lockt Betrüger. Ja, Frauenwerte kommen raus. Und das ist eigentlich noch ganz okay, oder? Lass es mal. Wildschwein in Schrebergarten. So, Saturno ist fertig. Nice. Wir sind bei 1,74%. Immerhin, immerhin, immerhin. Und liegen immer noch vorne. Knapp, aber wir liegen vorne mit den Nachrichten. Das ist gut. 1,79% müssen wir uns mal merken. Und zack, 1,82. Sehr nice. So, wir sind nämlich mit Ronny Hilft. Ah, zweiter. Hinter Ringe und Rosen der Ring. Okay, und 30.000 und könnten im Prinzip uns nochmal so einen 20.000er Spot holen, oder? Wenn es denn gerade einen gäbe zur Verfügung. Wäre doch gar nicht so verkehrt. Dann heben wir uns die Luschen-Spots da für schlechtere Zeiten auf, die auf jeden Fall wieder kommen, nämlich morgen früh im Nachtprogramm. Und ja, können wir ruhig bringen. Ja, wir gucken mal ganz entspannt, Leute. Die Option, das hier ein bisschen runterzusetzen, das ist ganz gut hier mit der Geschwindigkeit. Autohaus Schmierlapp. Von uns bekommt jeder einen Satz Bremsbeläge verordnet, der Sicherheit wegen. Was dachten Sie? Ich, Franz Schmierlapp, stehe mit meinem Namen für Authentizität. Na klar. 5.000, 60.000, so. 5.000, 33.000, das ist schon mal besser hier, ehrlich gesagt. Schmierlapp finde ich gar nicht so schlecht. Bundi, hier gibt es Schnäppchen en masse, der sympathische Kampelmarkt um die Ecke. Das hier, wie wär's denn damit? Einmal bringen, 20.000 kriegen. Das wäre was für jetzt, Freunde. Das wäre was für jetzt. Oder hier, Senna-Käs. Also entweder Senna-Käs, warte mal, 7 mal 175.000. 175.000 durch 175.000 durch 7. Das will ich mal ein bisschen rechnen auch. Ha? Schön, ne? Wenn man so diese Pause macht, 25.000 pro Spot quasi, hier 20.000, aber den hätten wir direkt bar auf die Kralle und hier müssten wir 7 Stück bringen. Aber 20.000 ist eigentlich ein ganz guter Spot, wir haben ja jetzt einen alle gemacht, also es wäre noch so eine Option auch für länger oder das kurzfristige Money machen. Warte mal, wie viel Zeit haben wir denn da? 6 Tage, Alter, den nehmen wir uns mit. Den nehmen wir uns mit, raus und wieder rein. Ach, geht nicht, ne? Ist besetzt, oder? Ja, ist egal. Gut, dann bringen wir den. Kein Problem. Zack, können wir die Geschwindigkeit wieder hoch pushen? Jawohl. Push it to the limit, baby. Aber nicht so schnell, wir müssen den Spot natürlich noch platzieren. Das wäre mir schon ganz recht. Hallo. Boah, jetzt halten wir hier wirklich in jedem Dorf. Das ist nicht zu fassen. So. Senna-Käs. Schauen wir mal. Werbung Senna-Käs. Zack. Was bringt der als Dauerwerbespot? 85 Euro. Ist nicht so doll. Gut. Obligatorische Blick hier nochmal. Und wir haben Ansturm. Das ist gut. Das ist gut. Das nehmen wir mal rein. Und Spezial-Semi für Kalkofen nehmen wir auch mal rein, statt dem Wetterbericht. Und Priester von Statue, ne. Warte mal, so machen wir das. So machen wir das. So, einmal produzieren, dann können wir es uns nochmal durchlesen. Also Kalkofen hat von Tower TV gesponserten Spezial-Semi. Oh, Koala-Skandal, Koala-Skandal. Schaffen wir den noch? Ja,
Nice, nice, nice. Das soll aber einen ordentlichen Push geben. Jawohl, wir knacken die 100.000, Leute. Mit dem Koala-Skandal. Was gab's denn da für einen Skandal? Greenpeace ist über die Forderung des Finanzministers entsetzt. Koalas vertragen keine Mentholbonbons. Ach so, der sagt, irgendwie gesagt, man soll die mit Mentholbonbons füttern. Es reicht leider nicht zur Führung und leider auch nicht für die 45.000. Ich würde die Nachrichten so lassen. Oder Rotwein gesund. Nach seinem letzten Kaczmiński, immer wieder Herzrasen, trifft er erneut den Nerv der Zeit und seiner geriatrisch angehauchten Leserschaft. Rotwein gesund, ja, bringen wir den nochmal rein, oder? Da haben wir auch so eine gute Mischung, Rot, Grün und Gelb. So, den Priester schmeißen wir jetzt raus und Wetterbericht ist immer nicht so doll. Der ist immer ziemlich teuer, verliert schnell an Aktualität und nach meinem Gefühl... Gut, müssen wir einen Senna-Käs jetzt bringen und nach meinem Gefühl bringt der Wetterbericht nicht viel. So, Senna-Käs, wir müssen aber, wir müssen Stilvento bringen, Leute. Wir müssen Stilvento bringen und machen das dann so, bis morgen. Ja, haben wir hier noch den Senna-Käs, ist doch kein Problem. Den müssen wir wahrscheinlich dann nochmal bringen, dann müssen wir das so machen, schätze ich. Das ist meine Vermutung, wir gucken mal. Gut, dann haben wir aber die Sachen nochmal fertig, da kommen nochmal... gute 220.000 obendrauf. Ja, wunderbar. Und dann haben wir hier das Mackie. Und müssen dann hier gucken, dass wir das vielleicht so machen. Und den Senna-Case bringen wir dann hier nochmal vielleicht so, oder? Hatten wir denn um 15 Uhr bei Ronny hilft heute schon 20.000? Ja. Ups, wollte ich nicht. Entschuldigung, wollte bloß raus. So. Ja, das könnte was werden. So, dann haben wir das geplatziert soweit. Jawohl. Einkaufscheck und Brillenzorn würde dann noch fehlen. Das kommt dann da irgendwie hin. Das schauen wir mal, das kriegen wir schon noch. So, wie sieht's aus? Ja. Ronny hilft, bringt 50.000. Das ist ein Job für... Stilvento. Nice. Okay, dann kriegen wir das auch fertig. Toll. Ich will nochmal gucken, wie haben sich unsere Nachrichten geschlagen. Habe ich verpasst gerade. War ich beschäftigt. Nachrichten hier hatten wir. Einschaltquote 120.000. Nice. Und wir haben die 2% Image geknackt heute. Ich hoffe, das bleibt so. So, Wetterbericht. Können wir für den Koala-Skandal? Ah, nee. Nein, machen wir nicht. Machen wir nicht. Okay, wir sollten natürlich ein bisschen Plus drauf haben. Ich weiß nicht genau, wie viel wir ausgeben jeden Tag. Also wir sehen hier natürlich die letzten Finanzaktivitäten. Handel mit Programmlizenz können wir abziehen. Nachrichten können wir abziehen. Nachrichtenagenturen auf jeden Fall 40.000. Also 135.000 haben wir Dauerkosten. Ne? Sendestationen und 135.000 und die Zinsen. Das heißt, wir sind bei 160.000, wenn ich das jetzt richtig gerechnet habe. Bei 160.000, die wir auf jeden Fall auf der hohen Kante haben sollten am Ende des Tages. Haben wir aber. Kriegen ja Stilvento noch leer, alle. Das heißt, wir können auf jeden Fall unser jetziges Geld mal schick ausgeben. Mit den Nachrichten ist ganz okay, da müssen wir nichts Neues aktivieren aktuell. Von den Nachrichtenstationen. Das passt, da bin ich mit zufrieden. Ja, nice. Ronny hilft uns hier an dieser Stelle. So 1,95%. Sind wir schon wieder ein bisschen gesunken jetzt, ne? Aber hier, guck mal, 166.000. Nice. Das ist gerade ein guter Werbeblock. 26%, das ist gut, das ist gut. Und wir haben 170.000. Reicht das zur Führung? Jawohl, bei 2,3% im Image. Ja, es ist richtig gut. Wir gehen mal ein bisschen runter mit der Geschwindigkeit. Aber den Tag spielen wir heute noch locker durch, denke ich. Ne? Können wir jetzt rein? Jawohl. Okay. Wir gucken einfach mal, was es hier für Auktionen gibt. Oh, guck mal. Alter. Das heißt doch, da hat sich schon jemand das gesichert aktuell, oder? Hier. Also hier zumindest. Warum ist das so orange? Hat da jemand schon... quasi sich das sichern wollen. Aber dann wäre doch hier wahrscheinlich sowas, oder? Oh. Gut, ist aber alles nicht so in unserem
Preismilieu. Das Einzige wäre echt das Ding hier, ne? Eine Stunde, es ist einfach zu teuer. Für einmal dann eine Einschaltquote zu pushen, das lohnt sich nicht, Leute. Das lohnt sich zumindest aktuell noch nicht. So Fast Track, ja, ist zu teuer, ist zu teuer. 140.000. Lehrer lieben auch. Aktualität gefällt mir nicht so ganz. Ansonsten ist das eine nette Option. Rückkehr in die Zukunft, ein geiler Film. Radiergummikopf. Ein Horrorfilm. Railgun Head. David Lynch landet seinen ersten großen Hit. Seine Vorliebe für das Absurde beweist er hier nur deutlich. Nur zu deutlich. Ja, so einen netten Horrorfilm. Jagd den Meringo. 60.000. Der Rest ist sehr teuer. Also den Horrorfilm würde ich mir auf jeden Fall mal sichern wollen. Weil der ist sehr aktuell und hat auch so ganz gut Kritik und so weiter und so fort. Den nehmen wir uns auf jeden Fall mal rein. Jetzt haben wir hier eine Ramschkiste. Julia in der Feenwelt. Ein Trickfilm. Und ich aktuell, aber sonst keine großen Vorzüge. Bedienung im Flugzeug, ein Erotikfilm. In Zeiten ohne Schönheitschirurgie war Iris Leger einfach ein Hingucker. Diesmal die Fantasien der männlichen Flugreise. Iris Leger. Solo, Abendessen oder der 90. Jahrestag. Eine schöne Komödie für 90.000, Alter. Ist eigentlich ein Schnapper, ne? Geht aber nur eine Stunde. Und wenn das auf zwei Blocks hochrechnet, ist das schon wieder bei 180.000. Da ist Bedienung im Flugzeug fast besser. Aber natürlich ganz gut. Ah, West-Berlin. Nein zum Wehrdienst. Zorniges Obst. Stunde 36.000. Stunde 80.000. Kyle Kuttler und Köller-Alaf. Plasterix und Cleopatra. Das wäre nochmal eine Option für 100.000. Oh hier, das Leben ist schön, oder? Zu Weihnachten verfinstert sich das Leben von GB immer mehr. Als dann auch noch Geld aus der Firmenkasse verschwindet, möchte er sich das Leben nehmen. Da wird ihm ein Engel gesendet, der ihm die schönen Seiten des Lebens zeigen soll. Drei Blocks, 110.000. Wir müssen schon so ein bisschen Masse auch bringen, Leute. Das Leben zum Hinterhof. Oh, schon wieder rum? Moment. Serien sind natürlich auch preis-leistungsmäßig eine Option. 5 Folgen. Aber ist halt kacke. Seniorensause. Erika Böhme trifft rüstige Rentner aus den Geriatrie-Hochburgen Deutschlands. Wer will sich da sowas angucken? Naja, da würden dann viele Senioren zugucken. Es gibt auch Spots, wo man dann halt eine gewisse Anzahl Zuschauer braucht. In einem Segment. Also zum Beispiel so und so viele Senioren und so. Das sieht man auch hier. Warte mal. Hier. Hier sehen wir die Aufschlüsselung. Ich weiß gar nicht, ob wir uns das schon angeguckt haben. Also wie viele zugucken. Wir haben hier schön Arbeitnehmer, wir haben Rentner auch ganz gut. Da wäre das natürlich dann eine schöne Sache. Best of Bolivian Wrestling, 900.000. Gestern gab es Western, Serie mit 7 Folgen. Auch nicht schlecht, ne? Preis-leistungsmäßig. 190.000, so eine Serie mal. Aus dem Leben gegriffen. Brisantes von der Mittelschicht, 2,5 Millionen. Graf Rucola und das Obst. Brisante Ufer, 3 Folgen, ist auch nicht so verkehrt. Also eigentlich sind Serien preis-leistungsmäßig schon ganz gut. Der Sensenmann hechelt hinterher. Roboter Cup, Serie mit 4 Folgen. Gut, also es wäre entweder Seniorensause oder aber hier, gestern gab es Western. Western-Raritäten auf Serienformat gekürzt. Die Story geht flöten, aber die Landschaft bleibt. War besser als die Seniorensause, oder? Vom allerdings nicht mehr so wahnsinnig aktuell. Ach. Was wollten wir jetzt holen? An Asian Spooky Story. Okay, Asian Love Story. Gibt's sowas? Jagd den Meringo wäre auf jeden Fall eine Option. Das Leben ist schön. Ist nicht so gut, nicht so aktuell. Jagd den Meringo. Auch nicht so aktuell. Aber insgesamt noch ein bisschen besser, ne? Beides alt. Von 46, von 61. Du greif zu jetzt, Lumi, Mann! Ab 18 auch noch, Jagd den Meringo. Mal aufpassen, wann wir das bringen, ne? Wir haben schon den Horror, der ist wahrscheinlich auch ab 18. Ja, dann müssen wir, dann ist die Entscheidung gefallen, Leute. So, einmal Nachricht noch gucken.
Labaguette. So, was haben wir gesagt? Wie viel brauchen wir? 150.000 oder sowas, ne? Also wären wir jetzt schon langsam in den Bereich. Wahlen in Deutschland. Am kommenden Sonntag greift Deutschland zum Stimmzettel. Bundestagswahlen. Aktuelle Umfragen scheinen die momentane Regierung zu bestätigen. Boah, ich würde sagen, das ist gar nicht so weit hergeholt, ne? Spezial-Semi für Kalkofen kommt weg. Aber wir switchen hier nochmal so ein bisschen um. Und bam. Geben ein bisschen Gas. So, zack. Habe ich jetzt 5 Minuten für die Filmauswahl gebraucht. Gut, wir können ja auch noch Filme verkaufen, so, also alles gut. So, Veggies Mackie. Wie sieht's denn aus? Wir haben den Brillenzorn, Senna Case, genau. Brillenzorn und Einkaufscheck. Brillenzorn, wir brauchen 3.000, Einkaufscheck 4.000. Ja, so ungefähr. Kann man es hier natürlich wieder nicht bringen, ne? Das heißt, wir machen das dann so. Verstehst du? Ungefähr zum Beispiel. So, oh, James Bond knallt durch die Decke. 2,72% Image haben wir bekommen. Ich glaube, das ist nicht einfach nur, man ist führender, sondern es kommt darauf an, wie viel Einschaltquote man genau hat. Das ist jetzt, wie das genau gerechnet wird, weiß ich nicht, aber das ist schon 200.000. Alter Falter, da müssen wir nochmal in die Werbeabteilung, oder? Das kann ich so nicht stehen lassen, Leute. Nein, das können wir so nicht stehen lassen. Das können wir so nicht stehen lassen. Wir müssen gucken. Vielleicht gibt es irgendwas. 200.000 einmal bringen und 100.000 kassieren. Oder 80.000. Wäre mir auch lieb. Vielleicht filmen wir dann noch was. Oder sogar Labaguette wäre eine Option. Würde ich nehmen. 110.000 Einschaltquote brauchen wir. Die hätten wir ja dicke. Und kriegen ein bisschen was Bau auf die Kralle, Leute. Das ist nicht zu verachten. So, wir gucken mal hier hinten. Ja, 240. 190.000 zweimal. Oh, auch nicht schlecht. 90.000 viermal. Das wäre aber nur 60.000 pro Spot. Ja, kein Labaguette. Kein Labaguette. Dreimal. Zweimal. Höchstens das Ding hier mit dreimal senden. 140.000. Aber wir haben. Was ist das? Tubenkrone. Na und? Tubenkrone, Schokolade mit Charakter. Viermal 140.000 und dreimal 140.000. Da ist das natürlich besser, ja. Können wir machen. Vielleicht kriegen wir den sogar noch. Veggies Mackie haben wir noch Zeit, ne? Veggies Mackie. Vegetarischer McDonald's. Da haben wir noch Zeit. Oh, hier 108.000, 6-mal Malerei farbecht. Also man kann schon 6-mal 108.000. Also man kann schon auch mit wenig Einschaltquoten viel erreichen. Das ist mir hier, das Verhältnis ist noch nicht so ganz ausgegoren, habe ich das Gefühl. TV-Banker-PC-Spiel. 308.000 Scheine, auch nicht schlecht. Ne, ich würde jetzt sagen, wir gehen mal Richtung, was hier? 240.000, das finde ich einfach ein gutes Angebot. Oh Mann, ich will da nochmal rein. Ja. Oh, jetzt stehen die alle an hier, oder was? Ach, bei MedTV konnte man immer, wenn man schnell geklickt hat, ja. So, dreimal, auch 140, gibt Pfote. Eskal war schon damals gut. Na gut, wir machen das so. Und bringen den da rein. So, warte. Moment. Hier, Nachrichtenstudio bitte. Danke. Dankeschön. Kohlegrills, Sommerverkaufsschlager, Wetterbericht. Können wir hierfür nochmal bringen. Der Koala-Skandal ist eine gute News-Story. Newsline. So, wir wollten jetzt bringen Tubenkrone. Und vielleicht, wenn es richtig gut läuft, sogar dreimal. Bin gespannt, ob das was wird. 20 Uhr ist natürlich die Primetime schlechthin.
Aber 21 Uhr könnte auch noch was für Tubenkrone werden. Hätten wir da 2 von 4 schon mal fertig. Ah. Und Veggies Maggie hätten wir dann hier noch, genau. Aber wir schauen mal. So, wir sind mit 166.000 vorne. Rotwein gesund haben die alle noch mal drin. Okay. Und wir haben wieder, alter Falter, 220.000. Nice, 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 nice. Das ist was für Tubenkrone, bitte. Cool. Das wäre natürlich cool, wenn wir das hier noch... Aber der ist nicht ganz so gut. Ah, wir hätten umtauschen müssen, die Filme eigentlich. Eigentlich mache ich das immer so, dass ich den besseren zur schlechteren Sendezeit bringe. Weil dann die Sendezeit das so ein bisschen aufholt. Zumindest in der Theorie. Na fein. So, Ronny hilft haben wir hier. Wir haben doch noch unser Das Leben ist schön. Das wäre was für die Hauptzeit. Und hätten hier noch, was haben wir denn noch? Ach, den Horrorfilm. Radiergummikopf. Den würde ich... Können wir den 22 Uhr bringen? Ab 18? Boah. Müsste eigentlich gehen, ne? Ja, dann wären wir schon wieder eigentlich... Der ist orange. Immer noch orange. Kann man den erst ab 0 Uhr bringen? Nein, der ist immer orange. Ich glaube, 22 Uhr dürfte schon passen ab 18, oder? 0 Uhr wäre Quatsch. Ich hoffe, das passt. Ich bin gespannt. Gucken wir mal ganz schnell. Wir haben noch kurz Zeit für ein paar Nachrichten. Plastikal Dingensbummens. Hier kommt was rein. Botschafter verprügelt. Auf dem Heimweg wurde der Botschafter VR Duban in der Tiefgarage bewusstlos geschlagen. Zeugen sahen einen PKW der FR Duban davonfahren. Das ist was für... Das könnte sogar den Koala-Skandal ersetzen. Ja, würde ich sagen. Der ist ein bisschen... Dann machen wir mal so. Botschafter verprügelt. Zack. Und zum Schluss nochmal Plastik-Karl Dingensbummens. Beziehungsweise machen wir das so. So. Nice. Cool. Fällt mir gut. Damit dürften wir nochmal Nachrichtenführer werden hier. Na komm schon. Jawohl, 160.000. Aber er ist auch mit 150.000 gut dabei. Aber wir sind besser, weil wir den Wetterbericht nicht drin haben. Gibt es nämlich eine App für. Oh, geil. Geil, 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 Leute. Imagemäßig machen wir richtig Schub heute hier. Am zweiten Tag schon die 3% geknackt. Das ist gut. Also bei meinem kurzen angetesteten lief das nicht so. Oh, 180.000. Das ist jetzt natürlich nochmal ein Spiel mit dem Feuer. Aber wir könnten echt Glück haben und die Tubenkrone nochmal bringen. Und vielleicht sogar. Und dann machen wir das nämlich so, Freunde. Weil die Filme sind ja hier nicht so stark, die wir hier im Programm haben. Dann sollte das da aber so passen. Senna-Case. Achso, den hatten wir hier. Da hatten wir hier aber nochmal Optionen auf den Senna-Case. Dann müssen wir uns halt nochmal irgendwas Kleines, müssen wir uns sowieso nochmal holen. Einen kleinen netten Werbespot. Hier für die Dauerwerbesendung. Oh, guck mal, der ist ausgelutscht. Der ist ausgelutscht. Unglaublich. Von der Aktualität her. Natürlich. So, jetzt müssen wir aufpassen. Was wir hier nachrichtentechnisch noch machen können. Aktuell wäre der Wetterbericht vielleicht besser als Wahlen in Deutschland. 23 bis 5 ist auf jeden Fall aktuell. So, einmal produzieren bitte. Bin ich so gewohnt. Oh, der kann weg. Wir lassen mal ein bisschen laufen. Und ich bin gespannt, Leute. Ich bin gespannt, ob wir das noch knacken. So. Komm schon. Okay, Nachrichten kommen keine mehr rein wahrscheinlich. Das ist gut. Sylters, Speck, Dörrobst, Toni. Okay. Ja, ich glaube, wir machen das schon ganz geschickt mit unseren Werbespots. Ah, sind wir sogar im Plus heute. 108.000, da ist er vorne. Wahlen in Deutschland, Botschafter verprügelt. Ach, schade. Schade, schade, schade. Und wir haben nur die 126.000. Immer noch... Ein Image gewinnen und vorne, aber es reicht leider nicht für Tubenkrone. Das bedeutet, wir bringen Veggies. Wir bringen Veggies.
Und da nochmal Veggies. Ja. Schade, 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 schade. Dann wird es natürlich jetzt ein bisschen schwierig mit Tubenkrone. Da müssen wir gucken, ob wir die 140.000 hier überhaupt nochmal knacken. Ich bin mir nicht sicher. Weil das Leben ist schön und Radiergummikopf könnte vielleicht um 22 Uhr, könnte es um 22 Uhr schaffen. Aber das Leben ist schön, ist natürlich hier zu Primetime kein Knaller. Okay, trotzdem denke ich, haben wir das gut gemacht. Wir haben Geld übrig am Beginn des nächsten Tages. Können auch den... Ja. Naja. Haben natürlich jetzt Veggies Maggie nicht Veggies Mackie nicht hier fertig um 0 Uhr, aber sonst ist das, passt das schon. Das gefällt mir gut. Ist okay. Wir müssen hier halt gucken, dass wir da zügig nochmal was fertig bringen. Filme haben wir. Wir können unsere Filme noch verkaufen morgen. Die alten, ausgelutschten. Ja, yeah, James Bond. Das dauert einfach zu lange, bis der wieder an Aktualität gewinnt. Den hauen wir raus. Und ja, dann schauen wir einfach mal, was wir noch für einen guten Werbespot dann uns holen hier für unser Nachtprogramm. Dann stocken wir langsam auf noch die ein oder andere Serie. Machen unsere Spots weiter. Gucken, dass wir im Image 61.000. Schade, er hat uns überholt. Mit Wetterbericht, Botschafter verprügelt. Und Plastikal Dingsbums. Will er mich verarschen? Ah, wir liegen aber trotzdem vorne. 3,77%. Nicht mehr so stark, aber... locker. 68.000 kriegen wir. Der nächste Tag hat begonnen. Wir sind 25.000 im Plus. Wir gucken nochmal ganz schnell. Haha, jetzt haben wir es, warum er vorne liegt, Freunde. Weil wir haben ein Sendegebiet. Er hat schon zwei, der Drecksack. Er hat auch schon zwei. Er hat eins. Also weil Gelb und Grün sich einfach schon Sendemasten geholt haben. Was denn für welche? Da oben. Warte mal, ich möchte mal ganz kurz gucken. Die Zeit nehmen wir uns nochmal schnell. Also da oben und da. Das heißt, wir würden jetzt, wenn wir jetzt neue Sendemast, dann könnten wir hier mal gucken. Da kommen wir gar nicht hin. Also doch hier. Schleswig-Holstein. Für 175.000 holt er sich 77.000 mögliche Leute. Ist das so klug? Ich weiß es nicht. Also ich fände ganz cool, wenn wir uns so 500.000 neue Zuschauer holen würden. Und da brauchen wir so um die... 1,2 Millionen an Kohle. Aber das würde für mich Sinn machen. Warte mal, für 1.400.000, ja. Also das ist so für 1 Million irgendwo hier in Niedersachsen oder was. Nordrhein-Westfalen, das ist weit weg von Gut und Böse. Das geht nicht. Aber das lohnt sich dann vielleicht. Also so 1 Million müssen wir schon investieren, oder? Oder lohnt es sich wirklich, sich hier so kleinere... neue Sendegebiete schon zu erschließen. Für ganz wenig Geld halt. Wie er es gemacht hat hier oben. Weißt du, so 80.000, 175.000 Reichweite. 80, ich glaube es nicht. Ich halte davon aktuell noch nichts. Würde sagen, so 1 Million sollten wir schon haben, um uns dann so ein 500.000er Sendegebiet zu holen. Dann haben wir wirklich... Ich meine, wir haben jetzt schon eine mögliche Zuschauerzahl. Warte mal, ein Sendegebiet von 1,92 Millionen. Mögliche Zuschauerzahl 259.000. Kommt die zustande wegen unseres Images? Das kann natürlich sein. Aber wir hatten ja 223.000, da waren wir ja richtig fett am Maximum schon dran. Okay, Freunde, das nochmal so ein paar Überlegungen zum Abschluss und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, ciao, tschüss, dein Numi.